Ihr Lieben, da wir ja in letzter Zeit so viel Osterdeko gemacht haben, dachte ich mir, bräuchte ich vielleicht auch eine Aufhängung dafür. Und da habe ich mir überlegt, ich habe bei Amazon hier diese Dinger letztens bestellt, hier diese Stäbe, also Stöcker, Stäbe. Na, die sind übrigens von Raya. Und daraus machen wir jetzt eine Aufhängung. Das heißt, wir schnappen uns jetzt erstmal so ein Stöckchen. Und dazu brauchen wir hier noch diese Haken. Also ich habe meine jetzt auch so einem Schmuckset mal. Die gibt es aber auch im Baumarkt und ach. Die gibt es wahrscheinlich überall zu kaufen. Auf jeden Fall machen wir das so. Ich mache mir hier oben eine Aufhängung zum Aufhängen fürs Fenster und dann unten dementsprechend nochmal eine Aufhängung, damit wir dann dementsprechend das ganze Gedöns da dran machen können. So, gucken wir mal. Der hat jetzt 24 ungefähr. Okay. Ja, ich würde mal sagen, bei 3 cm machen wir uns mal die Aufhängung. Ungefähr so. Ja, machen wir hier bei 21 dann. So. Und dann geht ihr am besten hin. Hier ist ja unsere Markierung. So. Geht da am besten hin und holt euch irgendwas Spitzes. Ich habe jetzt hier so eine Asbach-uralte Nagelfeile, die ist aber sehr spitz. Und damit bohre ich mir hier quasi ein Loch vor. Ach, hi, Mieze Katze. Damit ihr da mit dem Haken besser reinkommt. Ihr könnt aber auch einen kleinen Nagel wahrscheinlich dafür benutzen und den da reintun. So, erstmal vorbohren. Ja, Mieze Katze. Komm, husch dich. Freund. Ey. Nein. Sorry. Ah, husch dich. Freche Mieze Katze. So, da haben wir das Loch. Da habe ich die Markierung gemacht, genau. So. Ja, die Rabauken wollen halt immer dabei sein, ne? So. Ich glaube, das war jetzt tief genug, dass die Schraube dann jetzt auch gleich packt. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hin, nehme dann mal meine Zange und dann den Haken und drehe mir das dann hier so rein. So. Je nachdem, wie hart das Holz ist, braucht ihr natürlich ein bisschen was mehr Kraft oder versucht halt, das Loch dann dementsprechend ein bisschen tiefer zu machen. Und dann sollte das normalerweise gut funktionieren. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Gehen wir auf die andere Seite. Mal gucken, ob das hier auch so gut klappt. Bin ich ja mal gespannt. Geht. Na, wie gesagt, kommt immer darauf an, wie massiv das Holz ist. Gehst du wohl gerade da rein? Der packt nicht so gut. Ich merke es schon. So. So. So, jetzt sind die auch parallel. Einmal hier und einmal hier. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich umdrehen und dann hier, ihr seht schon, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, euch Markierungen machen. Am besten ist halt, ihr stellt euch das mit den Haken schon mal hin, dann habt ihr die parallel. Ne? Ich habe mir dann hier dementsprechend schon mal die Markierung gemacht, wo ich dann meine einzelnen Haken setzen möchte. Und auch das mache ich dann dementsprechend wieder schon mal vorbohren ein bisschen. Hier haben wir eine. Da müsst ihr halt ein bisschen rechnen, ne, wie viele ihr da rein haben wollt und wie das auch mit dem Platz am besten funktioniert. So, und hier noch eine. Ich wollte jetzt 5 gerne drin haben, deswegen machen wir jetzt 5 Löcher und dementsprechend bohren wir uns jetzt die ganzen Haken da rein. Und so, jetzt habe ich alle Haken drin. Ja, könnt ihr hier ganz gut sehen. Ich habe nur darauf geachtet, dass sie halt auch wirklich schön parallel liegen. Und jetzt können wir unsere Schnur befestigen. Und warum ich das so gemacht habe und nicht direkt mit den Bändern, das ist ganz einfach. Naja, ihr könnt jetzt die Bänder immer tauschen. Na, dass ihr zum Beispiel sagt, jetzt für Ostern nehme ich das Weiße und für Weihnachten nehme ich dann zum Beispiel das da. Na, so könnt ihr das dann halt immer austauschen, wenn ihr wollt. Und fand ich persönlich auch ein bisschen hübscher, wie wenn es hier immer die Bamse drumherum ist. Ne? Und dann ist klar, schneidet euch was ab. Knoten wir uns das Ganze hier fest. Na, was du wollen. Warum werden meine Videos immer so chaotisch eigentlich? Ich verstehe das gar nicht. Ah, nee, schlimm. So, jetzt mache ich erstmal nur so fest. So, jetzt gucken wir mal, wie viel brauchen wir ungefähr. Ich denke, das reicht. Schere.
So. Ich bin ja eigentlich sonst nicht so chaotisch, aber irgendwie sind meine Videos immer so chaotisch. Ich verstehe das gar nicht. Ich bin ein chaotischer Creator oder wie nennt man das? Ja, egal. So. Also, jetzt haben wir die Aufhängung fertig. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Deko, ne? Hasi zum Beispiel. Ne? Und, ach ja, ich denke, das reicht. Machen wir einmal so. Ist ja nun mal so zum Zeigen für euch. Machen wir das Band ein bisschen kürzer. Ja, weil Hasi ist ja groß. Da braucht man nicht so viel Schnur. Hoffe ich mal. Und dann einfach nur zapp, zapp, festknoten. Das muss man natürlich nachher noch ordentlich festgeknotet werden, ist klar. Ist ja nur zum Zeigen. So. Und dann haben wir unsere coole Hasendeko, beziehungsweise Ostereierdeko. Wir wollen ja auch noch ein Osterei dran haben. So. Und da könnt ihr ja auch andere Sachen dranhängen für Weihnachten dann dementsprechend. Zack. Hier haben wir schon Aufhängung. Hihi. Na, was soll. Meine Güte. So. Und dann habt ihr halt dementsprechend eure Deko dann dran. Und das sieht dann ja auch sehr schön am Fenster aus. Nur wenn ihr dann dementsprechend unterschiedliche Sachen dran habt. Ne? Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Und naja, vielleicht macht ihr das ja auch mal nach. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video, ihr Lieben. Bis dann, eure Sarah. Ciao, ciao.